Michel Zeiter eigentlich dominiert, aber wie kann man ein Spiel, das man dominiert, mit 6-0 verlieren? Ja, wir haben gut angefangen, sehr strittel engagiert gewesen. Wir haben taktisch sehr viel richtig gemacht, 2 individuelle Fehler. Sind 2-0 im Führung gegangen, im Mitteldrittel ist ausgeglichen gewesen, 0-0. Und am Schluss sind wir naiv reingelaufen, naive Entscheidungen getroffen. Und nachher kommt das 6-0. Ärgerlich, ganz klar, aber es darf nicht passieren, dass wir es gehen lassen. Klar, die Kräfte schwinden mit der Zeit, wenn man so engagiert auftritt. Das Goal ist nicht groß Anschlusstreffer und nachher Shot von mit dieser Klasse hat uns dann am Schluss niedergespielt. Man hat auch im letzten Spiel gesehen gegen Thurgau, dass er eigentlich voll dran gewesen sind und eben, da hat man der Mannschaft auch keinen Vorwurf können machen, aber ich glaube, heute Abend kann man der Mannschaft einen leichten Vorwurf machen. Ja, auf jeden Fall. Nochmal, wir haben 2-0 hingekommen, im Mitteldrittel sind wir nochmal dran gewesen und im letzten Drittel haben wir sehr viel vorgenommen. Wir wollten unbedingt das erste Goal schiessen, damit es nochmal quasi einen neuen Match gibt. Aber es ist die andere Richtung gegangen und dass dann so hoch ausfällt, das darf nicht passieren. Das ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Es sieht niemand gerne und jetzt müssen wir den Match abhaken und morgen auf Biasca die Punkte holen. Hoffen wir auf 3 Punkte. Danke vielmals, Michel Zeiter.